Hallo ihr Couchos zur nächsten Folge Evoland 2. Und ja, wir sind weiter in dem Dungeon unterwegs. Und müssen uns jetzt erstmal hier wieder zurechtfinden. Das sieht mir irgendwie aus wie so ein Bossraum. Ja. War irgendwie klar. Oh, ein Riesenblob. Meine Vermutung ist ja gerade irgendwie, dass ich den nur... Nee, okay. Ah, die da hinten versperren einfach nur den Weg. Ich dachte irgendwie gerade, die bewegen sich. Ich könnte ja eigentlich auch mal irgendwelche Spezialfähigkeiten einsetzen. Okay, schaffe ich es wohl, den zu besiegen, ohne Schaden zu nehmen? Nee, ich glaube schon, dass mich irgendwann mal so ein kleiner treffen wird. Oh Gott. Aber irgendwie bin ich gerade ehrgeizig. Na, shit. Okay, damit hat sich das schon wieder. Oh, die setzen sich auch wieder zusammen, wenn man die nicht tötet. Alter, aua. Ja, so viel zum Thema keinen Schaden nehmen. Eben noch richtig, richtig gut gewesen und mittlerweile... Sterbe ich hier fast, ey. So, den kleinen haben wir auch weg. Aber den kleinen hier noch weg. Haben wir auch wieder Leben noch dazu geholt. Wenn die ganz klein sind, sind sie fast ungefährlich. Je größer sie sind... und dann, also der ganz große hat ja auch fast gar nichts gemacht. Aber diese mittleren sind irgendwie richtig, richtig hart gewesen. Boah. Und ich dachte eben, diese Blockierdinger, da habe ich eben nicht richtig drauf geachtet. Da hätte ich jetzt eben gedacht, dass die, ja, die kennen wir ja aus dem Level. Und ich dachte, eigentlich, die hüpfen dann hier, also die chargen hier durch den Raum durch. Und ich könnte dann dem Boss, beziehungsweise diesen Dingern nur Schaden... Das war gerade blöd von mir. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, und ich dachte irgendwie, ich könnte dem dann nur Schaden machen. Wenn ich, also dass ich, wenn ich die da durchchargen lasse. So, ich muss mal gerade schauen. Kann da nämlich bestimmt noch dran. Oder? Das lässt mich hier bestimmt an die Kiste, oder? Stehen bleiben. Danke. So, was bekommen wir? Ein sonderbares Juwel. Noch ein Gegenstand, der Ärger bringen könnte. Okay. Aber was ich jetzt nicht gemacht habe, ist mich hier oben umzugucken. Eigentlich blöd. Weil hier oben wird ja auch noch irgendwas sein. Ich hätte ja am liebsten jetzt ein Brett hier und ein Brett oben, aber ich glaube, das... Ach shit, jetzt geht das gar nicht mehr. Okay. Wenn ich mir jetzt mal nicht einen Weg verbaut habe. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Oh, wir sind hier... am Start wieder angekommen. Merke ich gerade. Ja. Okay. Ja. Muss ich denn? Zum Start? Ah, okay. Alles klar, alles klar. Wir können wieder zu... Habe ich irgendwas eingesammelt? Oh nein, oh mein Gott. Kann ich hier irgendwie, wenn ich... Nee, oh nein, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Scheibenkleister. Oh, das ist ärgerlich. Aber ich meine, gut, hier ist ja alles offen. Dementsprechend
Sollte das hier jetzt nicht das riesige Problem darstellen. Kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen Münzen mitnehmen nebenbei. Huch, warum haben wir denn hier... Da läuft der Blob einfach durch mich durch. Warum nehmen die Gegner hier wieder? Warum mache ich das hier eigentlich? Ist das Brett da oben noch? Hä? Warum ist das gerade so, wie es hier ist? Wobei, brauchte ich nur die besiegen für das Brett? Aber noch irgendwo ein Fisch? So, okay. Da haben wir unser Brett wieder. Ja, ich... Ihr wisst es vielleicht. Ich weiß gar nicht, hatte ich in Evoland auch gesagt, dass ich 2 Tage lang weg war? Beziehungsweise 3 eigentlich. Deswegen hatte ich ja vorproduziert. Und, klar, ich wusste noch, wo wir sind und was wir hier machen müssen, aber, ich muss gestehen, ich hatte jetzt vergessen, wie hier das, wie exakt das Level-Design war. Und da war die Truhe, da erinnere ich mich sogar noch dran. Jetzt müssen wir uns hier die Bretter wiederholen. Ach, ja. So. Uwe, ne? Haben wir mit dem Ding hier Level Up? Ne, noch nicht ganz. So, wir mussten erstmal, ich musste hier rechts, glaube ich, hin. Geht der noch? Oh, shit. Das war so nicht geplant. Hier ist doch ein Bug. Der darf doch gar nicht so... Oh nein, haben wir jetzt das Spiel verbuggt? Jungs, der hier darf nicht hier in der Luft hängen. Oh mein Gott, sammelt jetzt nicht, dass ich... Ja, das wäre natürlich jetzt der Super-GAU. Wenn das Ding da... Ja, okay. Oder versuchen wir mal was anderes. Vielleicht kann man das retten. Ne, kann man nicht. Okay, dann gucken wir mal, ob wir durch einen Neustart das hinbekommen. Fortfahren. Okay, er ist auf jeden Fall wieder am Boden. Keine Ahnung, warum er nicht am Boden war. Hoffen wir einfach mal, dass er jetzt am Boden bleibt. Stimmt, der hatte hier auch eben die Bewegung gar nicht mitgemacht. Das war ja schon komisch. Aber keine Ahnung, wie so ein Bug zustande kommen kann. Stimmt, und ich erinnere mich auch dran, dass als ich das Ding das letzte Mal hier hingeschoben habe, er da immer die ganze Zeit dagegen gehauen hat. Achso, ich muss erstmal wieder das Wasser hochlassen. Boah, da bin ich jetzt aber froh, dass das funktioniert hat. Das wäre doch sehr, sehr ärgerlich gewesen. Aber ist ja alles gut. So. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Erfahrung als beim letzten, also als wir eben neu gestartet haben. Das ist ja schade.
Gut, aber jetzt auch nicht so schlimm. Ist ja vor allem jetzt auch nicht viel. Also irgendwie, keine Ahnung, 3 Kugeln oder so, wenn es hochkommt. Hat wahrscheinlich einfach einer der Fische da oder 2 der Fische da unten drin anstatt XP irgendwie Gold oder sonst was fallen lassen. So, hier dürfte ich ja jetzt einfach durchlaufen können, hoffe ich mal. Weil ich meine, das war ein Boss. Ja. Wie ich da gerade eigentlich... Bin ich da echt einfach... Oh doch, ich hab's getroffen. So, wir wollen jetzt gleich nach unten weg. Das heißt, ich kann es eigentlich direkt nochmal anhauen. Weil dann muss ich da nicht wieder komisch über die Brücke drüber und ihn dann herpullen. So. Ne, Münze möchte ich schon mitnehmen. Ist hier eigentlich noch was in der Ecke? Oder hier? Nein. Ah ja, da stand ja eh die Truhe. Wäre komisch, wenn da jetzt nochmal was stehen würde. So, jetzt sind wir wieder hier am Spawn. Was hatten wir denn jetzt gemacht, dass wir hier weiter können? Weil irgendwo konnten wir doch nicht weiter. Und ich muss gerade gestehen, ich weiß gar nicht mehr, warum wir da nicht weiter konnten. Ah, ich habe den unten gerade fast übersehen. So. 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 Einmal ein bisschen rumschlagen, irgendwas werde ich schon treffen. So ein Blob. So, wir haben ja übrigens auch unseren ersten Boss hier jetzt in dem Spiel besiegt. Oder? Ja, wobei, ja, in der Arena hatten wir auch so eine Art Boss. Aber unseren ersten Dungeon-Boss. Hier, du. Du könntest irgendwie mal wach werden. Hier ging es doch irgendwie nicht weiter. Was haben wir denn jetzt gewonnen? Irgendwie bin ich verwirrt. Was haben wir denn jetzt dadurch gewonnen, dass wir den Boss da eben gemacht haben? Irgendwie nichts eigentlich. Gibt's doch nicht. Ganz ehrlich, ich bin gerade echt überfragt. Was übersehe ich? Aua. Irgendwas muss ich ja übersehen. Hier sind überall Stacheln. Aua, shit. Aua, ich hänge hier fest. Jetzt sterbe ich. Na toll. Weil man hier festhängen kann, was ist das denn? Ja, fortfahren. Ja. Ich bin tatsächlich gerade überfragt. Ich werde mir mal wieder... meine eigene... Was heißt mal wieder? Beim letzten Mal habe ich mir ja das von Nefers angeschaut.
diesmal werde ich mir einfach nochmal in meiner eigenen Folge den ganzen Weg anschauen und schauen, ob ich irgendwo was übersehen habe. Vorher sind wir erstmal am Ende angekommen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und ja, morgen warte ich dann hier hoffentlich mit einer Lösung auf, wie wir weiterkommen. Und tschüss.